So, herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Heyday. Und ich zeige euch hier heute ein paar Kniffe, ein paar Tricks, wie man vielleicht relativ schnell auch an Geld kommt. Und dazu natürlich die eine oder andere Aktion, die hier auch im Derby passieren kann. So, da haben wir nämlich das Derby schon angesprochen. Ich muss bloß mal hier kurz ein bisschen Felder bewirtschaften. Macht sich immer gut, wenn man über Nacht nicht spielt, so die Sachen anzubauen, die doch relativ lange dauern. Dann hat man später in kürzester Zeit eben, oder wenn man dann wieder reinschaut, alles fertig. So, hier sind die ein paar Sachen fertig, die noch beim Ah, mir fehlt noch ein Holzding hier. Ja, wie kommt man hier schnell an Geld? Also das für mich einfachste ist eben, baut die, also wenn man natürlich ein bisschen Zeit mitnimmt, baut die simplen Sachen an wie Mais, wie Weizen, wobei Weizen ja nicht, also Mais und Karotten. Und dann verkauft die hier nicht zum vollen Preis. So geht ihr eben auch relativ schnell davon aus, dass die Dinger hier, dass er die Dinger loswerdet und dass die nicht hier ewig in der Warteschleife steht. Ja, also ich verkaufe zum Beispiel Weizen für 9, ich verkaufe Karotten für 49. So hat der nächste, der das Ding aufkauft, noch die Chance, das immer noch zum vollen Preis zu verkaufen. Ja. Mais für 29, kann man auch gerne für 20 aufkaufen. Also es ist hier bestimmte Sachen wie sowas hier, da gehe ich nur ein bisschen runter, weil der Anbau einfach auch ewig dauert. Ja, hier sage ich, okay, 2,99, damit kann man leben. Das verkaufe ich wie Eier, das heißt also 149, und das geht relativ schnell weg, muss man sagen. Guckt immer hier auch in den Zeitungen nach Sonderangeboten. Ich beispielsweise brauche immer gerne Milch, daher gucke ich jetzt dahin. Und mein Stand ist auch recht voll, meine Kapazität. Das heißt, ich habe hier, ich muss hier was loswerden, das ist das Problem. Und ich kann leider nicht erweitern. Also achtet vor allen Dingen auch immer auf die Erweiterung. Ja. Insbesondere Klebeband ist aktuell schwer zu kriegen. Einfach um voranzukommen. Weil je mehr Kapazität, desto besser kommt man da auch insgesamt bei weg und kann eben relativ viel Zeug zwischenlagern. Ja, 900 ist jetzt nichts eigentlich an Scheunenkapazität. Ich habe ja auch eine Weile nicht gespielt. Von daher ist mein Ziel immer grundsätzlich so wenig wie möglich. Naja, also ich halt versuche immer 8 Teile von allen vorzuhalten. Natürlich auch unabhängig von den Ding hier in der Scheune oder der Erweiterung des Silos, um einfach einsatzfähig zu sein. Aber am Anfang ist es natürlich schwer möglich. Da ist es wahrscheinlich empfehlenswert, eher so vielleicht um die 4 Sachen vorzuhalten. Ja. Man hat ja auch ein bisschen weniger, mit jedem Level kommt ja ein bisschen mehr dazu. Daher immer hier wirklich explizit auch drauf achten. Nicht zu viel vorhalten, fällt schwer, ich weiß. Aber im Endeffekt braucht man das ja dann auch. So, ich habe hier nämlich relativ viel. Relativ viel Stuff für das Ding hier. Ansonsten gibt es ab und zu immer ein paar Sachen, gerade hier diese Geschichten, wenn man da ein paar Sachen vorbereitet hat. Also das heißt, man hat so Teile, machen die Sinn, weil es bringt zum einen gut Geld und zum anderen gibt es immer noch mal hier solche Gutscheine. Und die Gutscheine kann man wiederum für besondere Sachen eintauschen oder eben auch für besondere Köder beim Fischen. Ansonsten Derby ist auch eine coole Geschichte. Ist aktuell so, dass es sogar Sonderaufgaben gibt. Das heißt, die Überraschungsaufgabe bringt 400 Punkte. Man weiß aber nicht, was man kriegt. Im schlimmsten Fall ist es genau das, was man ungerne macht. Ja, beispielsweise, ich mag eigentlich das Schiff nicht. Von daher ist mir das eigentlich immer ganz lieb, wenn man oder angeln jetzt. Ewig angeln ist auch nicht so meins.
Es ist zwar gut, wenn man Fisch hat, aber es ist einfach auch ewig viel Zeit, um. Ich bin immer so der Fan, wenn man Aufgaben relativ schnell zu Ende kriegt. Hier nochmal der kurze Tipp. Hier drüben kann man auch sehen, wie viele Aufgaben wurden schon im Team erledigt. Ja. Und da ist auch nochmal gut zu sehen hier unten, was machen die anderen gerade. Tofu Farm hat jetzt gesagt, er macht keine besondere Aufgabe mehr, er füttert lieber Tiere. Schweini ist hier beim Schiffen. Und die Westi, die hat hier ebenfalls eine besondere Aufgabe angenommen, sieht man hier unten, und muss jetzt hier Schiffe singen. Ich habe noch eine. Ich überlege mir jetzt, welche von denen ich hier nehme, aber ich falle, glaube ich, mal auf die hier unten hin. Und wir müssen machen, 7 Mal hier so einen Besucher abfertigen. Das kann etwas schwierig werden, aber es ist wahrscheinlich auch nicht unmöglich. Jetzt muss man eben mal zusehen, dass man hier diesen komischen Cowboy kriegt. Und dann sollte das auch gehen. Ja, dicke Bretter kriegt man hier ohne Ende. Mir fehlt aber eben Klebeband und das ist so das große Problem. Ja, unabhängig davon, wie gesagt, baut Materialien an und dann produziert. Produziert auch Sachen, wo ihr wisst, beispielsweise hier Karottenkuchen. Das ist eine gute Sache, die kriegt man schnell los. Oder kriegt man schnell, oder Karottensaft kriegt man schnell produziert. Kriegt man gut gewinnbringend los und man braucht bloß Karotten dafür. Also verkauft viel von den Sachen, die man tatsächlich relativ schnell herstellen kann. Ja, weil auch diese Sachen sind gut gebraucht und werden vor allen Dingen auch oft hier beim Schiff. Schiff ist auch eine gute Sache, allerdings muss man beim Schiff sagen, es gibt natürlich, verkaufst du 2 Sahnetorten so, wirst du niemals, also wirst du wesentlich mehr verdienen als, wir können es ja mal testen, 224 Taler gibt es für 2 Sahnetorten, würde ich jetzt 2 Sahnetorten verkaufen. Bekommt man fast das Doppelte. Ja, also von daher ist Schiff immer so ein bisschen mit Vorsicht. Klar, es gibt Erfahrungspunkte, man kommt also im Level auch hoch, aber es sind oftmals Waren, die man auch vorrätig haben muss. Daher auch gerade die Hilfe mit Bedacht einsetzen. Ja. Aber, und wenn man ein Schiff bei ist, schickt es einfach weiter. Sofern ihr nichts ausgewählt habt, könnt ihr gleich leiden losmachen, dann kommt eben das nächste wieder. Das werde ich jetzt hier an dieser Stelle auch mal machen. Und sagen hier, ich warte aufs nächste. So, gehen wir mal in eine Stadt. Stadt gibt es, glaube ich, aber erst ab Level 32 oder irgendwie sowas. Von daher ist ein Ding, muss man mögen. Also kann man mögen, muss man nicht mögen. Es ist auf jeden Fall eine recht simple Geschichte, um zumindest Erfahrungspunkte zu kriegen. Zumindest aber auch manchmal noch ein paar gute andere Goodies. Neu hinzugekommen ist jetzt hier der Zoo. Ich habe hier schon einen so einen Zoobewohner. Großer Appetit, kleiner und Erfolg freigeschaltet, das ist sehr gut. Ja, den können wir mal herholen, aber er ist offensichtlich noch müssen wir bloß gucken, haben wir überhaupt einen Cowboy hier? Offensichtlich gar keinen, doch einen hier. Nur dass der Cowboy noch nicht abgefertigt ist. Das ist also. Cowboy muss noch ins Kurbad und oh, also es wird also ein Akt werden hier nochmal. Und hier sehen wir es. Also die bringen manchmal und natürlich durch Zufallprinzip irgendwelche Geschenke mit sich. Farbtöpfe, die sind natürlich nur hier drin anwendbar. Nägel, oh, Nägel ist gut. Landkarte ist auch mal wieder gut. So, aber mir fehlen jetzt tatsächlich Cowboys und es ist auch kein einziger Cowboy noch zusätzlich hier offensichtlich gebracht worden. Das hat natürlich den Nachteil, wir müssen uns welche holen. Und das haben nur Tofu Farm der Cowboys hier. Nein. Und Westies Farm hat 2 Leute. Und da ist auch kein Cowboy mit bei. Das ist natürlich doof. Also man braucht dann schon entsprechende Leute wie den Cowboy. Und wenn man den Cowboy, wie gesagt, hier, jetzt muss der auch noch eine Ware bei haben im Kurbad. Äpfel. So, den kann ich nicht wegschicken, daher muss ich ihm die Äpfel geben, die er haben will. Äpfel
Also ich gebe den meisten Bewohnern auch nicht alles, wenn die bestimmte Sachen wie Fisch oder so haben wollen, dann fliegen die sofort raus. Und dann gibt es da auch nichts weiter. So. Was willst du hier? Gegen Imbiss. Haben wir jetzt hier alle verteilt? So, okay, cool, schon viel, das können wir geben. Nein, das würden wir nicht machen. Das kann man auch machen. Ja. Ja, ungern, aber okay. Das ist okay, das ist okay. Habe ich hier genug vorrätig? Das ist okay. Das ist auch okay. In der Regel eigentlich nicht, weil Hummer gebe ich eigentlich nicht raus. So, der kriegt seinen Apple auf jeden Fall. Normalerweise würde er sonst auch rausfliegen. Kaffee haben wir vorrätig, kann er haben. So, Kekse her damit und Kaffee. Das sind diesmal ganz gute Waren, das heißt, wir sind relativ gut bei weggekommen. Jetzt müssen wir noch ein paar Äpfel sammeln. Müssten wir ja hier soweit vorrätig haben. Nee, nein, 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 nein. Muss ich bloß mal gucken, mit Facebook getrennt sogar, ja. Ich dachte schon, wir werden jetzt hier, so, aber unabhängig davon zurück zu den Truppen hier. Wo ist er hin? Hier. Kriegt er seine Dinger. So. Ja, das ist ein bisschen schade, dass jetzt hier natürlich keine wirklich abholbaren. Greg hat noch, vielleicht hat Greg ja einen Cowboy. Ne, Greg hat nur so einen komischen Hampelmann. Na gut, also kann man jetzt hier diese Stadtaufgabe, ist natürlich eine, die ich ungern mache. Wie gesagt, hilft aber alles nichts. 18, das reicht alles nicht, um hier irgendwie was zu erweitern. Das ist zwar viel Stuff, wie man hier sieht. Ach doch, ich könnte zumindest mal hier hinten. Oh, wir holen uns mal den Erfolg ab. Geht nicht. Ja, das ist das, was ich meine. Haut das Ding voll mit Karottensaft, den könnt ihr wirklich recht gut. Also erstmal bringt es recht schnell Punkte. Und natürlich auch Geld. Und das ist ansonsten hier immer Mais anbauen. Das kriegt ihr wirklich relativ schnell los. Ansonsten auch wirklich drauf achten. Zeitung. Gibt es hier irgendwelche Angebote? Man kennt ja irgendwann die Preise auch so ein bisschen. Und da sollte man dann wirklich auch entsprechend. Oh, hier könnte man Glück haben, dass man noch. Nur die Bretter, die brauche ich aber nicht. Spam mir bloß alles voll. Und dann würden wir nämlich hier weitermachen mit erstmal Karottensaft 14. Machen wir erstmal 4. Oh, können wir ruhig fast zum vollen Preis machen. Und machen nochmal 4. So. Ansonsten hier gibt es noch ein bisschen Mais. Hier kann man auch ruhig, dann gehe ich nochmal. Oh, fast 60 runter. Nochmal ein bisschen Mais. So, und das bleibt dann erstmal alles drin. Jetzt guckt man hier noch so ein bisschen durch bei den Freunden, bei den Fahrmitgliedern. Gibt es denn hier Dinge? Hier, 10 für 30, 10 für 30, da kann man zuschlagen. 4 für 12. Das ist immer mal ein bisschen tricky, weil viele packen das dann da irgendwie mit rein. Ja, was die hat immer Gewinn bringt, vollen Preis. Hier auch Greg nicht vergessen. Auch Greg hat immer mal wieder ein paar gute Überraschungen auf Lager. Ja, wenn ihr mal irgendwelche Farmen seht, dann speichert euch die ein und dann geht da immer mal wieder gucken. Es gibt öfter welche, die gerade die hohen Level, die einfach mal Sachen verkaufen, die man sonst recht schwer kriegen kann. Ja, hier ist Thomas Farm.
Ja, Thomas Farm hier, auch eine schöne Farm. Auch nochmal hier herzliche Grüße. Ja, und natürlich auch herzlich willkommen. So, da sind wir eigentlich auch schon so am Ende mehr oder weniger angekommen. Was gibt es sonst noch so? Ansonsten, wie gesagt, ach ja, wichtig ist hier diese Diamanten. Schaufelt euch in den bestimmten Produktionsstätten wie hier mit Diamanten fächerfrei. Es bringt in der Regel auch nichts, immer nur ein oder zwei Slots zu haben, sondern gibt die Diamanten nicht für irgendwelches sinnloses Zeug aus, sondern erweitert damit die Produktionsstätten. Gerade das ist, wenn man wirklich viel produzieren muss und über Nacht oder so produzieren lassen will, eine gute Sache, das langfristig Glück zu haben und langfristig dort so, man kriegt eben morgens nicht nur zwei raus, sondern man kriegt morgens gleich fünf raus oder so. Und das ist bei bestimmten Sachen schon ein Unterschied, gerade auch wenn man ein Schiff bedient oder sonst was. Also da nochmal der Hinweis, macht das tatsächlich, ja. Das ist eine gute Geschichte. Wir gucken noch einmal jetzt hier das Ding durch, aber ich denke, da haben wir auch kein Glück. Ja, ansonsten sage ich hier vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Achso, ein kleiner Einwand nochmal. Hühner sind auch eine gute Quelle. Hühner kriegt da relativ schnell abgewandelt, wenn ihr in den Futterautomaten hier 6 Fächer frei habt, kriegt ihr eine volle Ladung. Also kriegt ihr fast zeitgleich mit den Hühnern, diese dauern 18 Minuten ungefähr, das Futter fertig und kriegt relativ schnell Eier. Die könnt ihr gut verkaufen, auch für 140. Also Maximalpreis ist 190. Ihr verkauft die für 149. Und ihr kriegt Erfahrungspunkte und natürlich noch Special Zeug. Von daher ist eine gute Sache, nicht die Tiere vernachlässigen. Ne? So, das war's jetzt wirklich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö, euer Kinki.